Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit deiner Angeber. Ins Auge gestochen. Mit deiner Angeber, bist du. Ja, Mr. Special Effects. Ja, genau. Mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Pujan heute hier. Und Sascha. Und Sascha, genau. Und wer hat Geburtstag heute am 5. März? Ich habe keine Ahnung. Erleuchte mich. Barbara Schöneberger. Lecker, ja, so lecker, sieht lecker. Sie aus. Pass auf. Die fand ich ja immer. Ungeschminkt. Ja, die hat aber auch was in den Haaren. Ja, die hat auch was in den Haaren. Aber das ist Barbara Schöneberger ungeschminkt. Also ich kenne viele Promi-Bilder von wegen geschminkt und ungeschminkt. Und das geht tatsächlich. Ja, ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Okay. Ja. Aber wenn sie geschminkt ist, dann ist sie eigentlich ganz nett, ne? Geschminkt finde ich sie hammer brutal lecker. Echt? Also früher. Als nicht sie gerade angefangen hat mit Fernsehen und so. Da hab ich ja. Also damals hat sie doch mit diesem, Radiomoderator da irgendwie Fernsehen gemacht. Und ich hat ihm stehe die Show auch Show total gestohlen, auf ne? große Augen. Ja. Und die hat große Augen. Ja, große Frauen sind ja auch dein mit Favorite. Bodo Bach, oder? War das nicht Bodo Bach? Nein, mit dem, ach jetzt, hör doch auf, ich wollte es gerade übergehen. Wie hieß denn der Radiomoderator? Muss ich gerade übergeben? Der hieß, Damian? Nein. Frank Zander? Ach, Frank Zander, du kennst ihn gar nicht. Der hieß anders. Thomas anders. Du machst mich gerade wirklich aggressiv. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich halt. Sieh zu, wie du die Sendung weitermachst. Hallo, Sascha. Ach, Dr. Brausefrosch ist wieder da. Sag mal, was ist denn mir da gerade für ein Glatzkopf entgegengerannt? So ein Holo, echt, ja. Ey. Voller Hohlroller, der Typ. Egal. Katastrophe. Aber was ist denn heute am 5. März noch passiert? Ich habe euch extra was mitgebracht, genau. Was denn? Der 5. März 1969 ist der Tag, beziehungsweise der dritte Tag der Apollo 9-Mission. Oh je, Dr. Brausefrosch muss wieder was erklären, oder was? Steigen die Astronauten Rusty Schweikart und James McDivitt durch einen Tunnel von der Apollo-Kommandostation, von der Kommandokapsel in die Mondlandefähre um. Mhm. Und das war der erste erfolgreich geglückte Umstieg eines Menschen im All von einem Fahrzeug ins andere. Da ist er. Das alles war am 5. März. Das alles war am 5. März. Hammer, ja. Oder? Und wolltest du noch ein bisschen mehr erklären, weil du machst hier einen auf Doktor? Das ist meine ganz normale Freizeit. Genau. Aber am 5. März ist ja auch Namenstag. Echt? Ja, Gerda und Olivia haben heute Namenstag. Herzlichen Glückwunsch an alle Gerdas und alle Olivias. Kennst du irgendeine Gerda oder Olivia? Wer ist das denn? Hoppla. Ja, wer ist das denn? Ich war meiner Zeit voraus. Ja, genau. Gerda hier. Kenn ich eigentlich eine Gerda und Olivia? Ich kannte Olivia mal eine. Von Popeye. Ja, Olivia. Die ist Olive. Olive, genau. Aber ich kannte eine Olivia, die hat mit mir mal studiert. Die konnte mich aber nicht leiden. Ich mag sie jetzt schon. Ja. Sascha, ich muss weiter. Wir sehen uns ein anderes Mal. Ganz Ach so. Bestimmt. Macht's gut. Ah, ist mir scheißegal, dann mache ich halt weiter. Leck mich doch am Arsch, echt. Aber ich nehme deine Entschuldigung an. So, was ist denn das hier? Gerda, was ein Blödsinn. Ja, Gerda, genau. Gerda. So, was war noch am 5. März? Ach, jetzt redest du wieder mit mir, ja? Ja, jetzt wunderbar. Rede ich 5. März 1966, der Österreicher Udo Jürgens gewinnt bei seinem dritten Auftritt mit dem Lied Merci Chérie den Grand Prix Eurovision de la Chanson. Was sagt er? Versuch das mal mit einem Vokal auszusprechen. Ja, der Grand Prix. Grand Prix, ja. Genau. Bürgerlich heißt Udo Jürgens, oder hieß Udo Jürgens übrigens Udo Jürgen. Bockelmann? Ja. Bockelmann. Schöner Name. Aber das war auch echt ein Tausendsasser, was die Musik anging. Der war Komponist, der war Pianist und Sänger. Hauptsächlich deutschsprachiger, aber auch unter anderem englischsprachiger Lieder. Aber er hat auch sehr viel für andere Leute geschrieben. Das heißt, es gibt auch sehr viele Lieder, die er geschrieben hat, aber er selbst nicht gesungen hat. Was denn zum Beispiel? Hast du ein Beispiel? Sind. Nein. Ah, sehr gut. Er besaß neben der österreichischen Staatsbürgerschaft auch die der Schweizer. Mhm. Genau. Und er hat mit über 100 Millionen verkauften Tonträgern war einer der kommerziell erfolgreichsten Unterhaltungsmusiker im deutschsprachigen Raum. Und er hatte auch die Tom und Jerry Dings. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wir lieb von dir. Die Torte dann so in die Fresse. Ja, aber immer nach der letzten Episode. Dann wussten wir Kinder auch, okay, das war's. Tom und Jerry kam ja immer mehrmals. Weißt du, immer mehrere Episoden, Folgen pro Sendung. Ja, das war Shoki Banoki Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Du kannst heute aufwarten mit
Dr. Brausefrosch und hier diese Raumfähre-Geschichte. Ja, mit, war das interessant? Und mit Udo Jürgens und sowas. Und mit der Barbara Schöneberger, ne, heute Geburtstagskind, kann man heute erzählen alles. Heute am 5. März ist das alles aktuell. Lecker, lecker. Bis dann. Ciao. Cheerio, Miss Sophie. Bis morgen.